In den letzten 3 Tagen habe ich so viele Nachrichten bekommen, dass in meinem Gefrierschrank ein Gummibärchen-Lippenstift ist. Ich sag euch, wenn ihr mich veräppelt, dann gibt's richtig Ärger, dann fliegen die Lippenstifte. Schauen wir doch einfach mal nach. Hier ist unser Gefrierschrank. Oh yeah. Da ist ja was. Ich habe ein bisschen Angst davor, weil das Sini mich ja ziemlich oft prankt. Ist es vielleicht ein Popel-Lippenstift? Aber auch wenn es so ist, ich esse Sinan sein Popel gerne. Er sieht tatsächlich ein bisschen merkwürdig aus. Ich meine, schaut selber, da sind solche Stückchen drin. Er riecht auf jeden Fall noch Gummibärchen. Aufdrehen geht auch ziemlich leicht. Ich trage ihn jetzt natürlich erst auf meine Lippen auf. Oh wow, das fühlt sich so gut an. Geschmackstest. Mmh. Oh, oh mein Gott. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Mmh, kalt. Der schmeckt irgendwie nach Wassereis. Drückt sofort aufs Plus und schreibt mir unbedingt in die Kommentare raus, was sollen wir jetzt nicht seinen Lippenstift machen.